Für den Jahresbeginn hat Executive-Chef Roland Rettel mit Sam Leong einen wahren König der Küchen nach Salzburg gebracht. Ohne langes Vorspiel springt Sam Leong direkt aus dem Flieger kommend in die Küche. Oh, hey, Chef! Are you here? Good to see you. Good to see you, Chef. Die bisherige Vorbereitung ist Makulatur, denn Leong ist mit jeder Menge neuer Ideen gekommen und einen Sack voll passender Zutaten, die hier schwer erhältlich sind. Variationen von gebackenen Garnelen mit Wasabi-Mayonnaise und Honigsenf. Hausgemachter Spinat-Tofu mit sortierten Pilzen. Die China-Reise im Hangar 7 kann beginnen. Singapur, ein Drittel der Fläche Luxemburgs, aber 10-mal so viele Einwohner. Da es keinen unbebauten Quadratmeter auf der Insel gibt, müssen alle Lebensmittel importiert werden. Die Vielfalt und Frische der Lebensmittel des asiatischen Raums ist daher auf den Märkten Singapurs direkt greifbar. Neues Land, neue Challenge. Unser Gastkoch Sam Leong musste gestern ganz spontan verreisen, von Singapur nach Peking, eines seiner 31 Restaurants zu besuchen, weil es irgendwie ein Problem gibt. Ich arbeite jetzt die nächsten Tage mit Mark und mit James zusammen, wo es nur ein kleines Problem gibt es, und das ist die sprachliche Barriere. Aber wir werden es schaffen mit der Körpersprache. My Humble House ist das Aushängeschild von Leongs Restaurants. Seine Küche wird als New Asia Chinese Cuisine bezeichnet. Ein Generationswechsel, der nicht nur auf dem Teller stattgefunden hat, sondern auch in der Küche. Roland Rettel fand sich hier in einer sauberen, ruhigen und produktiven Umgebung wieder, die so gar nicht dem Klischee der lauten, dampfenden asiatischen Küche mit flammenden Fontänen entspricht. In a Chinese kitchen and the restaurant, especially the traditional, not hotel Chinese restaurant, restaurant freestanding Chinese restaurant, we are rude, we are dirty. Wow. In der traditionellen chinesischen Küche ist der Umgangston ein ganz anderer. Rau, schmutzig, alles, was man sich so vorstellen kann. Bis zur Generation meiner Eltern, die noch den Krieg erlebt haben und von China eingewandert sind, ist man ausschließlich ins Restaurant gegangen, um satt zu werden. Spätestens um 12 Uhr ist allen klar, dass die Rezepte, die Roland Rettel aus Singapur mitgenommen hat, tatsächlich obsolet sind. Jedes einzelne Gericht wird von Sam Leong und der Icarus-Crew in Rekordzeit adaptiert, inklusive Ad-Hoc-Beschaffung der noch fehlenden Zutaten. 3 Stunden später sind die ersten Gerichte schon fix und fertig. Garnele auf Gurke mit schwarzer Soja-Vinaigrette und gebratene Hühnerröllchen mit Sesam und Tomatensalsa. Gedämpfte Schweinedumplings und Taschenkrebs in Spinatsud. Einem perfekten Premiereabend steht damit nichts mehr im Weg. Leong hat für die Gäste des Icarus gleich 3 Menüs komponiert, die die Vielfalt des asiatischen Superstars widerspiegeln. Mit 24 Jahren war er zum ersten Mal Küchenchef, 3 Jahre in Folge war er Best Asian Ethnic Chef of the Year. Mit My Humble House ist er Chef über 34 Restaurants unter den besten 100 Restaurants des Jahres 2007. Man kann also ohne Untertreibung sagen, im Januar erwartet die Gäste im Icarus die absolute Spitze der aktuellen asiatischen Küche.